Ganz schön rassistisch so, ne? Ist sie nicht auch so ein Ding? Nee. So eine Inquisition. Nee, Nee. eigentlich gar nicht. Der müssen wir nur reden. Ich schon. Bin ich mal oben, wa? Ja, mach das. Du, das Tippen hört man bei mir, ne? Das tut mir sehr leid, aber ich wollte nicht reden. Ja, ist okay. Ich dachte mir. ja, wir sind soweit. Das war soweit, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir das eigentlich, dass ich das eigentlich als Krieger damals auch machen ja, musste. Ich ich glaube, weiß du jetzt kriegst die nicht, Quest ob aber ich von jemand erst mit anderem. meinem. Dann komm einfach mit in meine Phase und danach scannen wir die Typen. Ja, klar. Ja, klar. Vielleicht habe ich jetzt auch zu früh Ja, gut, angenommen, ich aber kann auf egal, dich dann gewartet. warten wir gleich auf Ich dich. muss hier lang. Ich muss in die Das ist Schlafgemächer, da ist korrekt. ja schon die Phase. So. Sis-Kriegerphase. Die Sis, ja. Sis-Kriegerphase. Die Sis-Phase. Da, Tenno. Ich glaube, es ist soweit. Wirklich? Also gut. Hey, ihr! Vorsicht, Tenno. Kommt schon, ich brauche etwas Abwechslung. Ihr da, seid ihr die, von der hier alle sprechen? Die, die angeblich von Darth Baras höchstpersönlich hergebeten wurde? Neugier kann großen Schaden anrichten. Bitte verzeiht meinem übereifrigen Freund. Wir haben nur schon so viel von euch gehört. Und wir wollen uns mit euch gutstellen. Tenno, was mein etwas vorlauter Partner hier sagen will, ist, dass ihr euch an uns wenden könnt, wenn ihr euch, sagen wir, um etwas oder irgendwen kümmern müsst. Sie spricht von Vemrin. Wir werden ihn für euch töten. Tut mir leid. Ich hätte Tenno einen Maulkorb anlegen sollen. Also was sagt ihr? Wir wissen, dass Vemrin versucht hat, euch töten zu lassen. Wollt ihr, dass er stirbt? Diese Freude hebe ich für mich selbst auf. Wir würden es nie wagen, euch dieses Erlebnis zu nehmen, aber bedenkt Folgendes. Es gibt Regeln. Akolyten dürfen sich nicht einfach in der Öffentlichkeit gegenseitig töten. Jeder weiß von eurer Rivalität. Wenn ihr ihn tötet, werden die Lords die Schuld bei euch sehen. Aber wenn Vemrin stirbt und ihr ein Alibi habt, würde es den Leuten zwar suspekt vorkommen, aber man könnte euch die Tat nicht anlasten. Versteht ihr? Boah, was soll ich denn da sagen? Was hast du denn gemacht? Ich spoiler dich nicht. Mach du. Ich weiß nicht. Wie kann ich sicher sein, dass ihr es auch schafft? Wir beweisen es euch. Lasst uns einen Testkampf absolvieren und entscheidet danach, ob wir die Fähigkeiten für dieses Unternehmen haben. Ich habe keine Zeit für Kinderspiele. Oh, es wird nicht lange dauern. Ihr werdet schnell erkennen, wie beeindruckend wir sind. Kommt schon, Jungs, zeigen wir, was wir drauf haben.
Das war lächerlich. Oh, au. Ihr habt uns alle vier besiegt? Das ändert alles. Wie man hört, ist Vemhryn euch kräftemäßig gleichwertig. Wenn wir nicht mal im Training mit euch mithalten können, werden wir ihn nie töten können. Unsinn. Ich finde, ihr seid der Aufgabe gewachsen. Das denkt ihr wirklich? Was heißt das, Fein? Es heißt, dass Vemhryn ein toter Mann ist und wir den besten Partner überhaupt haben. Ich hab sie in den Tod geschickt. Ach, tja, wie böse du bist. Die meisten von euch werden von diesem Unternehmen nicht zurückkehren. What the fuck? Wenn ihr sterbt, wird man euch vergessen. Wenn ihr aufgebt, werdet ihr sterben. Und jetzt geht mir aus den Augen. Das ist Darth Boros. Ich hab ein ganz mieses Gefühl. Das solltet ihr auch. Für euch ist bald Schluss, Klemmeral. Bleibt mir einfach aus dem Weg. Seht her, Vemhryn. Ich sehe den Emporkömmling. Aber kein Zeichen von Dolgis. Klemmeral, Vemhryn, ihr könnt gehen. Ja, Meister. Ich habe euch unterschätzt, als ich Dolgis schickte. Klar, das wird nicht noch einmal passieren. Hast du Probleme mit Akolyt Vemhryn? Wenn er sich mir weiter so in den Weg stellen will, wird er großen Ärger bekommen. Er wurde zu einer tödlichen Maschine gemacht. Vemhryn hat hart gekämpft. Er hat auf seinem langen Weg hierher nichts geschenkt bekommen. Du dagegen... Lass mich dich näher ansehen. Ja, so wie ich vermutet hatte. Aufseher Trämel hat dir und dieser Akademie einen sehr schlechten Dienst erwiesen. Deine Kriegsklinge kam zu früh. Gefangene wurden für dich eingeflogen. Und sogar eine Bestie wurde nach Korriban gebracht, statt dass du auf irgendeinem anderen Planeten in der Wildnis kämpfst. Die zeitliche Abfolge der Prüfungen ist entscheidend. Volle Hingabe bringt nur über einen längeren Zeitraum die richtigen Resultate. Dein Geist ist weich, untrainiert, ohne Disziplin. Der scheint ja richtig begeistert zu sein. Das sehe ich entschieden anders. Im ersten Monat der Prüfungen sollte es um Philosophie, Taktik und das Verstehen des Kodex der Sith gehen. Nenne mir den Kodex der Sith, Akolyt, und erkläre mir seine Bedeutung in Kampf, Krieg und Politik. Oh Gott, ich glaube, ich sage, ich brauche ihn nicht. Der einzige Kodex, den ich kennen muss, lautet: Töte oder werde getötet. Deine Fähigkeiten sind unbestreitbar. Doch dir fehlt es eindeutig an Reife und Verständnis für die Geheimnisse der Sith. Ich bin jetzt dein Meister. Trämel hat schon schlampige Arbeit gemacht, bevor du überhaupt hier ankamst. Seine fehlende Bereitschaft, sich daran anzupassen, dass sich die Lehren der Sith weiterentwickeln, ist zu einem Risiko geworden. Er ist zu einem Verräter geworden. Verräter werden hingerichtet. Ich gewähre dir Straffreiheit. Töte Trämel und bringe mir seine Hand als Beweis. Wie ihr befehlt. Geh jetzt. Ich bin sicher, Trämel ist noch in seinen Gemächern. Kehre erst zurück, wenn er tot ist. Oh, das habe ich mir so gedacht. Die Sith sind so berechenbar. Der Trämel. So, wollen wir hier oben schon den Typen scannen? Der Trämel. Das passt. Ja, da hinten in der Ecke. Ach so, ja klar. Da hinten in der Ecke, ne? Ich muss mir angewöhnen, beim Laufen nicht immer die Karte aufzuhaben, sonst sehen wir... Machen wir doch. Oh, da ist ein Ausbilder von mir, der hat noch was für mich. Keine Ahnung, Leute. Die Macht ist eine Waffe. Nimm dir, was du brauchst. Ich werde euch lehren, sie zu führen. Zeigt keine Gnade. Hast du? Ja. Fein. Was machst du da? So soll es sein. Das ist doch der, ne?
Keine Ahnung, ich laufe. Hallo? Ja, das hat geklappt. Auch nicht gegen die kämpfen. Arg schwierig bei Level. Nee, kämpfen wir ja auch. Die tödliche Angelegenheit. Auf geht's, runter geht's. Jo. Treppe. Dann würde ich sagen, nehmen wir da unten den erstmal. Auf der Regatta. Ach, das ist Regatta. Na klar. Ja? Cool. Muss nur einer machen. Und dann ganz nach oben. Obwohl, wenn wir einmal unten sind, könnten wir auch schon den Dremel töten. Spaßig. Ich habe nicht damit gerechnet, dich so schnell wiederzusehen. Hat Darth Baras dich zu mir geschickt? Heute ist mein Glückstag. Baras hat meinem Wunsch entsprochen. Ich werde euch töten. Dann wurde ich wohl ausgetrickst. Baras hat die nötige Autorität, aber ich hätte nicht gedacht, dass er etwas derart Offenkundiges wagen würde. Entweder sterbe ich, oder ich zerstöre meinen eigenen Plan, indem ich dich töte. Ein meisterlicher Schachzug. Nun gut, du hast deine Befehle, Akolyt. Sei versichert, dass dein Tod mir kein Vergnügen bereiten wird. Wie kommt ihr darauf, dass ihr mich töten könnt? Du bist stark. Stärker als alle anderen an der Akademie. Aber du bist noch kein Sith. Ich werde dir ein kurzes und schmerzloses Ende bereiten. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Wie herzhaft überheblich. Microphone muted. Microphone activated. Man hört das nicht. Nein, ich bin erstaunt. Ich wusste, dass die Macht stark in dir ist, aber nicht so stark. Du bist mehr als nur bereit, um Vemrin herauszufordern. Baras wird das nun auch nicht mehr leugnen können. Er bekommt die Genugtuung meines Todes, aber ich sterbe im Wissen um meinen Erfolg. Na los, bring es zu Ende. Ihr habt euch tapfer geschlagen, Aufseher. Sterbt mit erhobenem Haupt. Leb wohl, Akolyt. Die Reinheit der Sith liegt in deiner Hand. Dass die Sith auch immer ihre eigenen Reihen lichten müssen. Soll ich die Hand jetzt noch Baras geben? Ja, das kann man gerne machen. Muss abbiegen. Ja, ich habe irgendwie irgendwo in Erinnerung, dass du das auch noch machen musst. Kommt mir so bekannt vor. Bist du da? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich bin da. Der prangert mich doch sicherlich jetzt an. Sieh an. Der Akolyt kehrt mit einer blutverschmierten Waffe zurück. Das bedeutet wohl, dass Dremel nicht mehr lebt. Gib mir seine Hand.
hält um seine Hand an. Hier, nimm diesen Ring als Erinnerung. Die Vergangenheit kann den Geist stärken, klären und ermutigen. Ich bin beeindruckt, dass du die Kraft hattest, ihn zu besiegen. Er hat dich als Teil seiner Familie gesehen. Wie hat es sich angefühlt, ihn zu hintergehen? An diesen Tag werde ich mich noch lange erinnern. Ich habe ihn genossen. Gut. Erfreue dich daran. Nicht jedes deiner Opfer wird so bedeutend sein. Du hast den ersten Schritt zum Verständnis des Kodex der Sith gemacht. Frieden gibt es nicht. Nur Leidenschaft. Durch Leidenschaft erlangen wir Stärke. Durch Stärke erlangen wir Macht. Durch Macht erlangen wir den Sieg. Durch den Sieg zerbersten unsere Ketten. Die Macht wird uns befreien. Indem du den Kodex angenommen und Tremel ausgeschaltet hast, konntest du dich von seinen Fesseln befreien und seinem Schicksal entfliehen. Und jetzt spüre ich eure Fesseln. Du wirst sehen, dass sie sich besser anfühlen und dir einen größeren Freiraum lassen. Also, es gibt heilige Ruinen in Tulakhords Grab. Die uralten Inschriften, die einst die Wände jeder der Ruinen verzierten, sind zerstört. Du wirst im Grab alle Ruinen durchsuchen und mir eine Scherbe von jeder der Inschriften bringen. Versagst du, wirst du sterben. Vemrin und meine anderen Akolyten wurden schon losgeschickt. Es gibt keine Regeln, wie man an die Scherben kommt. Und sie werden sich von nichts aufhalten lassen. Kämpfe dich durch Tulakhords Grab im Tal der dunklen Lords und bringe mir die Scherben von jedem der zerstörten Schreine. Du durftest deinen Anfangstypi umbringen. Ich will das auch noch machen. So. Dann, ja, jetzt musst du nämlich auch nach Tulakhords Grab. Okay, wir müssen ja noch irgendwas dazu seinem Grab. Und, ja. Scan. Wir müssen noch zwei Leute scannen. Typ mit den Verrätern. Scannen. Ich glaube, der eine ist der komische. Der Inquisitor ist der. Ja, genau. Der muss irgendwo vorne noch sein. Und der andere wird sich auch noch finden. Oder die andere. Der oder die ist mir egal. Da oben ist noch was. Edicorn Dorage. Okay. Ja, warte, ja, dann mach das mal. Ich habe Verwendung für euch. Welchen Botengang ihr auch für euren Meister machen sollt, das kann warten, bis wir fertig sind. Was gibt euch das Recht, mir Befehle zu erteilen? Ich bin Inquisitorin Urind und ich repräsentiere die Geheimoperationen der Sith. Wir halten gegenwärtig einen wichtigen Jedi gefangen. Einen Spion, der die Akademie erreichen wollte. Wir haben Pläne mit ihm. Bei der Gefangennahme haben wir herausgefunden, dass der Verstand des Jedi leicht zu manipulieren war. Durch eine Mischung aus Drogen und Magie haben wir ihm falsche Erinnerungen verpasst. Bald wird er zu seinen Jedi-Kommandanten zurückkehren und die Lügen berichten, mit denen wir ihn gefüttert haben. Er wird nicht wissen, was wir getan haben. Wir müssen nur noch seine Flucht inszenieren. Das erledige ich. Gut. Es gefällt mir, dass ihr unser Projekt zu schätzen wisst. Ihr seid jung und neu genug, um einen plausiblen Verräter abzugeben. Geht zu dem Jedi. Sprecht mit ihm. Tut, was er sagt. Erschleicht euch sein Vertrauen. Wenn das erreicht ist, befreit ihn. Tut, was auch immer nötig ist, um ihn aus dem Gefängnis zu holen. Wir werden sicherstellen, dass er sein Schiff erreicht. Und sicher zu seinen Jedi-Freunden zurückkehrt. Woher soll ich wissen, dass ihr mich danach nicht des Verrats beschuldigt? Beweist eure Stärke. Beweist euch als wahrer Sith. Dann werden keine Anschuldigungen etwas bedeuten. Ihr findet den Jedi Quarian Dorius im Kerker. Er ist noch immer verwirrt und sollte nicht allzu schwierig zu überzeugen sein. Okidoki, es ist ja eine tolle Quest. Da oben blinkt noch irgendwas. Ach, das ist die Quest. Ja, ist es. Dann mal. Ja.
Weiter, was will der? Hau ab. Ja, Eborak hier, der meinte er. Ja, danke. Okay, ja. Ein Juggernaut. Ja, wollen wir das jetzt machen? Wir müssen nach da oben ins Gefängnis. Ja, ist doch direkt hier um die Ecke. Warum sollten wir uns doch dann. Oder? Ist doch dann. Wir müssen nach draußen, müssen wir sowieso. Spätestens, wenn wir in das Grab von Tulakort gehen. Ja. Ist so lang?